Herzlich willkommen zu diesem Schulungsvideo mit dem Thema Minimal Viable Product bzw. Minimal Marketable Feature Set. Wir sind jetzt ein paar Wochen in unseren Projekten unterwegs und jetzt haben Sie hoffentlich mehrfach mit Ihrem Kunden gesprochen und der Kunde hat Ihnen hoffentlich eine möglichst lange Wunschliste mitgeteilt. Unser Problem ist, diese riesen Requirements-Liste können wir mit dem vorhandenen Budget nicht umsetzen. Also Sie haben pro Woche einen Tag zur Verfügung. Das heißt, das Team hat jetzt bis Projektende vielleicht noch pro Nase so 12 Arbeitstage offen. Und 3 oder 4 sind ja schon weg. Und damit kann man keine großen Sprünge mehr machen. Und jetzt besteht die große Kunst darin, diese Requirements-Liste, die Sie gekriegt haben und diese vielleicht noch diffusen Vorstellungen so zusammenzufassen, dass am Ende des Projektes etwas rauskommt, über das sich der Kunde wirklich freut, aber ohne dass sie sich totarbeiten. Das ist ganz wichtig. Also Sie können natürlich 5 Tage die Woche reinstecken, das bezahlt Ihnen doch keiner. Also es ist wichtig, etwas zu machen, oder also etwas Minimales zu machen. Also je minimaler, desto weniger Aufwand haben Sie damit, über das sich der Kunde aber freuen muss. Also Sie müssen also irgendwas Nützliches machen. Nützlich kann es sein, dass man es verwenden kann. Also, dass ich wirklich eine Software habe, mit der ich schon was Konkretes ausprobieren kann. Oder dass ich zumindest eine Erkenntnis gewonnen habe. Sowas wie Kunden brauchen das nicht, was ich mir ausgedacht habe. Oder die Technologie funktioniert grundsätzlich. Also es muss was Nützliches rauskommen oder mindestens eine Erkenntnis. Und zwar nützlich im Bezugssystem des Kunden, nicht in Ihrem Bezugssystem. Und dieses minimale, kleine, warzige etwas, das ist das Minimal Viable Product bzw. das Minimal Marketable Feature Set. Die beiden Begriffe lasse ich jetzt bewusst mal nebeneinander stehen. Wenn man es genau anschaut, meinen die nämlich was anderes. Und das würde ich gerne auch kurz darstellen, einfach, dass Sie die Begriffe mal sauber haben. So, ich starte mal mit einem Beispiel für ein Minimal Viable Product, dass Sie mal eine Vorstellung davon kriegen, was das sein könnte. Die Dropbox Software entstand als erstes gar nicht als Software, also die haben wir im Hintergrund natürlich schon entwickelt, sondern der Firmengründer hat tatsächlich ein Video gedreht. Grund war, es konnte sich kein Mensch wirklich vorstellen, wie man mit Dropbox arbeitet und was der Mehrwert davon ist. Und die hatten am Anfang Schwierigkeiten, das zu erklären, also warum man in Dropbox in diese Firma investieren sollte. Und etwa 5000 Leute interessierten sich bloß für die ersten Testversionen von Dropbox. Und erst als dieses Video veröffentlicht war, hat die Firma deutlich mehr Venture-Kapital gekriegt und plötzlich war über Nacht von 5000 auf 75.000 Interessenten die Interessentenliste gewachsen. Also was man hier sieht, dieses Minimal Viable Product ist eigentlich gar kein Product, sondern nur ein Video. Aber es dient dazu, dass man sich vorstellen kann, wie es funktioniert. Und Sie können so ein bisschen das reale Kundenverhalten schon erkennen anhand der Reaktion der Leute, die das Video sehen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Idee. Sowas wie irgendwer könnte auf die Idee kommen, im Internet Schuhe kaufen zu wollen. Das könnte so eine erste Idee sein. Und die große Preisfrage ist, wie kriegen Sie raus, ob diese Idee richtig ist? Also heute wissen Sie, dass jemand über Internet Schuhe kauft. Das haben Sie unter der Überschrift Zalando in Deutschland gesehen oder bei Amazon sehen Sie das jeden Tag. Aber Ende der 1990er Jahre war das keineswegs klar. Da war gerade die Dotcom-Blase geplatzt und da war keineswegs klar, dass sich jemand übers Internet Schuhe kaufen würde. So, also Idee ist, jemand könnte mit übers Internet Schuhe kaufen wollen. Aus dieser Idee machen Sie eine Hypothese. Das heißt, Sie sagen, das Ganze ist ein Experiment und meine Hypothese ist, Kunden würden Schuhe kaufen und dafür den normalen Ladenpreis bezahlen im Internet. Und jetzt ist ja das Problem, dass Sie jetzt nicht unendlich viel Geld haben und es dauert viel zu lange und kostet Sie viel zu viel Kraft, eine komplette Unterstützungssoftware zu machen, ein riesen Lager aufzubauen, Vertriebskanäle zu etablieren und so weiter, das wird viel zu teuer. Also müssen Sie jetzt eine schlaue Idee haben, wie Sie das preiswert testen können. Das heißt, was Sie jetzt machen wollen, ein Experiment. Und Sie wollen mit wenig Aufwand rauskriegen, stimmt es, kaufen die Leute über das Internet Schuhe oder stimmt es nicht? Schuhkauf über das Internet interessiert keine Sau. So, was machen Sie? Und dann, da denken Sie sich jetzt dieses Experiment aus. Und dieses Experiment hat der Ries, also der Erfinder dieser Lean Startup Methodik, Minimal Viable Product getauft. Also dieses Minimal Viable Product ist eigentlich gar kein Product, sondern mehr so eine Art Experiment, um eine Hypothese zu belegen oder zu widerlegen. So,
Und dieses Experiment ist jetzt nicht zwingend in Software. Das haben Sie jetzt an den ersten beiden Teilen schon gesehen. Das eine war eine Landingpage, das andere waren über einfach einen Videofilm. Ein weiteres schönes Beispiel, um bei dem Schuhbeispiel zu bleiben, ist das MVP der Firma Zappos. Sagt, da haben Sie die deutsche Kopie, ist Zalando davon. Ist also tatsächlich eine Art Kopie. Der Zappos Firmengründer hatte zuerst so eine erste Verkaufsseite im Internet und was der gemacht hat, ist, der hat einfach ist in den Schuhladen um die Ecke gegangen, hat da die Schuhpaare, die es in dem Laden gab, fotografiert und die ins Internet gestellt. Und wenn jemand im Internet diese Schuhe gekauft hat, dann ist der in den Schuhladen gegangen, hat das Zeug zum Ladenpreis gekauft und es dann versendet. Also das heißt, er hatte kein Lager, musste keine Frühjahrskreation kaufen und so weiter, sondern er hat einfach das verkauft, was im Schuhladen da war. Hat aber über diese Verkaufsthematik die Vorlieben seiner Kunden rausgekriegt, hat rausgekriegt, wie viele Retouren gibt es, für welche Sachen interessieren sich die Leute, wie ist der ganze Zahlungsabwicklungsprozess und so weiter. Also er konnte sehr viele Teilprobleme mit dieser minimalen Software lösen, ohne gleich ein riesen Versandlager aufzubauen. Also das waren sozusagen die drei populärsten Beispiele für MVPs. Zwei davon beschreibt der Erik Ries auch in seinem Lean Startup Buch, also das Dropbox, das wird überall genannt, wenn es um MVPs geht, und das Zappos-Beispiel auch. Also das sind so die beiden populärsten Beispiele. So. Also merken Sie sich vielleicht, MVP ist eigentlich ein Experiment. Das machen wir aber eigentlich nicht, wir entwickeln keine Produkte, also machen wir eigentlich keine MVPs. So, und das kleine Nützliche, was Sie vielleicht als Produkt wirklich verwenden können, das ist eigentlich ein Minimal Marketable Feature Set. Das ist sozusagen Ihr Produkt Null. Und wie gesagt, das ist ja was anderes wie ein MVP. MVP ist ein Video, da kann man sich zwar was vorstellen wie bei Dropbox, aber man kann es nicht ausführen. Was wir ja vorhaben, ist tatsächlich etwas Ausführbares herzustellen. Und das Ding heißt Minimal Marketable Feature Set. Ich habe den Begriff von Roman Pichler, der hat zwei, drei sehr, sehr gute Bücher zum Thema agile Softwareentwicklung geschrieben. Also das wollen wir haben. Auch da wieder Ziel mit möglichst wenig Budget und Risiko und Zeit, eine nützliche Software herstellen. Und deswegen machen wir ein Minimal Marketable Feature Set. Oder Walking Skeleton, wie das der Jeff Patton sieht. Und Patton baut eigentlich auch eher ein Minimal Marketable Feature Set und kein MVP. So, und sagt, jetzt ist wichtig, wenn Sie die Anforderungen zusammenkochen, ist es wichtig, dass das, was rauskommt, einen echten Nutzen für den Kunden hat, und dass insgesamt aber trotzdem ein schlüssiges System da bleibt. Nicht? Also nehmen wir an, Sie machen Online-Buchversand und machen nur die Buchauswahl, aber keinen Bezahlprozess dahinter, ist das Ding eigentlich unbrauchbar. Also müssen Sie schauen, wie kriegen Sie die Requirements so weggeschnitten, dass das Ding, was Sie dann erzeugen, schlüssig nützlich bleibt. Es können natürlich Teile manuell gemacht werden. Was ich Bezahlprozess machen Sie per Banküberweisung oder sowas, aber es muss ein schlüssiges Gesamtdingsbums sein, was nachher rauskommt. Und deswegen kann man nicht einfach nur die Must-Anforderungen nehmen und die bauen, weil eventuell dann irgendwas Zerklüftetes, Zerrissenes rauskommt. Genau, und wie immer im Projektmanagement und wenn Sie Bücher über Selbstmanagement lesen, genau das Gleiche. Es gibt einen Spruch von wahrscheinlich Stephen Covey, der nennt sich First Things First. Machen Sie also die wichtigsten Sachen zuerst. Grund ist, dann können Sie das Unwichtige am Ende streichen. Und deswegen müssen Sie wissen, was ist das Minimal Marketable Feature Set. Das machen Sie zuerst. Und wenn Sie dann Budget haben, können Sie immer noch Features dazu bauen. Und wenn da noch Zeit übrig ist, kann man immer noch mehr machen. Aber falls Ihnen das Budget oder die Zeit ausgeht, haben Sie trotzdem was Kleines Nützliches. Also deswegen ist immer wichtig, das Wichtige, das Nützliche zuerst zu machen. Und das natürlich orientiert an den Bedürfnissen Ihrer Kunden. Und also fragen Sie die. Also das müssen Sie mit denen abstimmen. Sie können also nicht selber entscheiden, was der Minimalumfang ist, weil Sie nicht im Kontext des Kunden sind. Und eine Diskussion mit dem Kunden bringt Sie vielleicht auf eine ganz neue Idee, was so ein minimaler Funktionsumfang sein könnte.